So, ey yo Leute und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Platin Wedlock Challenge. Im letzten Part haben wir die Siegestraße durchquert und sind hier, am Ziel unserer Reise, an der Pokémon Liga angekommen. Ich habe euch auch schon gesagt, bevor wir uns dieser Herausforderung stellen können, werden wir noch einmal gegen unseren Rivalen antreten müssen. Und demzufolge habe ich mein Team ein bisschen trainiert. Und zwar wirklich viel trainiert. Insgesamt waren es, glaube ich, 3-4 Stunden. Das heißt, gerade Level- und Moveset-technisch werdet ihr das Team wahrscheinlich nicht wiedererkennen. Deswegen würde ich jetzt das Team, so wie es jetzt ist und so wie es für die Liga geplant ist, kurz mal vorstellen. Wobei kurz gut ist. Denn ich glaube tatsächlich, dass das so lange dauern könnte, dass ich hier jetzt wahrscheinlich eine Zeit einblenden werde. Da könnt ihr daraufhin vorspulen, dann beginnt der Dialog mit dem Rivalen, dann seht ihr nur den Kampf, sollte euch die Teamvorstellung euch jetzt nicht so sehr interessieren. Also eure Zeit steht da, wenn ihr vorspulen wollt. Ansonsten zeigt euch das Team. Also ihr seht schon, das Level ist hoch, wirklich hoch. Und Bella und Neji sollen eigentlich noch beide bis auf Level 61 trainiert werden. Das hat folgenden Grund. Alle meine Pokémon brauchen wirklich, wirklich viele EP. Und die Level Cap ist 64. Und die will ich voll ausnutzen. Also wirklich voll, komplett. Deswegen sind sie halt auf so einem hohen Level. Wie gesagt, Bella und Neji sollen geplantermaßen noch auf Level 61 kommen. Beim Training sind natürlich einige neue Dinge dazugekommen. Mir fällt gerade eine Sache bei dir auf. Du solltest eigentlich schon das Auswringen verlernt haben gegen den Surfer. Genau, denn im Wesentlichen sind die neuen Moves von Medusa, der Eisstrahl und der Gigasauger. Den Eisstrahl hat sie vor allen Dingen deswegen, weil unsere Wale mittlerweile ein Shelterra hat und das stirbt natürlich vom Eisstrahl in einem One-Hit. Auch wenn es jetzt gewissen Leuten, hust, Adrian, ein bisschen wehtun könnte, das zu sehen. Aber ich brauche, dieses Shelterra wäre sonst eine unglaubliche Gefahr für Edgeworth und Medusa. Und der Eisstrahl, insbesondere durch den Boost mit der Frosttafel, sollte eigentlich ein safer Kill sein. Einfach um die Coverage auch noch ein bisschen zu erhöhen, hat Medusa auch den Gigasauger erlernt. Eigentlich sollte sie auch noch den Surfer haben, das werde ich ihr dann gleich noch beibringen, und die Kaskade gegen irgendwas Besseres verlernt haben. Da war ich mir aber bisher noch nicht so ganz sicher gegen was. Dann seht ihr hier Edgeworth. Viel hat sich bei ihm nicht getan, gebe ich zu, aber er hat jetzt das Aeroas und den Seegesang, weil er halt einfach einen unglaublichen Damage macht. Das Aeroas hat er im Wesentlichen deswegen, weil unsere Wale ein Scaraborn und ein Roserade hat. Und ganz ehrlich, Leute, bei so einem Angriff ist das nicht leicht zu tanken. Auch wenn Edgeworth keinen Step bekommt, aber Scaraborn vierfach effektiv, Roserade zweifach effektiv, beide haben nicht die besten Defensivwerte. Außerdem ist Edgeworth einige Level höher, wird schwierig, das zu überleben, sage ich mal. So, wen haben wir noch? Wir haben Baba Yaga. Baba Yaga habe ich während des Trainings einfach aus Coverage-Gründen den Ladestrahl beigebracht, bis ich gemerkt habe, sie könnte theoretisch auch Donnerblitz lernen. Das wollte ich ja auch noch beibringen, die Psychokinese als einen sehr guten Psycho-Step. Den Stampfer, um auch noch was Physisches im Repertoire zu haben, und der Strauchler, der wirklich, wenn ich mir überlege, dass sie gemeinsam mit Phosphorus die Bodentop 4 machen wird, ein extrem nützlicher Move ist. Wo ich schon von Phosphorus rede, bei ihm hat sich wirklich nichts getan. Ich habe tatsächlich gesehen, dass insbesondere das mit dem Regentanz eine saugute Idee war. Denn zwei der Top 4 setzen tatsächlich auf eine Art Wetterteam und das kann ich mit Phosphorus perfekt kontern. Dann haben wir Bella, die natürlich noch ein bisschen Training braucht. Im Wesentlichen wollte ich den Reflektor auch noch gegen eine bessere Attacke verlernen. Aber was sie schon mal hat, ist der Spukball, denn sie wird auf jeden Fall gegen die Psychotop 4 zum Einsatz kommen. Psychokinese, Gena, Reflektor, da hat sich jetzt noch nicht viel getan. Wie gesagt, sie wird auch auf jeden Fall noch um 4 Level aufgelevelt. Und bei Neji hat sich soweit auch noch nichts getan, aber wie gesagt, insbesondere bei Baba Yaga, Bella und Neji und auch bei Medusa wird sich noch geringfügig was am Moveset ändern. Ich werde es die nächsten Parts ohnehin so handhaben, dass ich vor jeder Top 4 meine Strategie, wie ich die Top 4 schlagen werde, mit diesem Pärchen kurz erläutern werde. Dass ihr da auch durchblickt, was ich im Kampf mache. Für jetzt ist erstmal wichtig, dass ihr wisst, ein Rivalenkampf steht an. Er leadet mit Shelterra. Deswegen ist Medusa auch vorne. Und apropos Medusa, sie sollte noch den Surfer erlernen, genau.
Und so werden wir den Lead auf jeden Fall schon mal klein kriegen. Alles, was danach kommt, ich habe halt wirklich... Edgeworth kann Surfer lernen, WTF. Ja klar, so ausbringen sollst du übrigens vergessen, dankeschön. So, das habe ich nur mal ausprobiert, ob sich das irgendwie lohnt, aber dann habe ich so gesehen, nein, das lohnt sich überhaupt nicht. Gut, Leute, dann würde ich sagen, gehen wir rein, oder? Ich bin mir zwar ziemlich sicher, dass ich noch genügend Highlights habe, aber just in case... Ach ja, hier, das werde ich übrigens auch noch zwischen den Parts verteilen. All diese ganzen Boost-Items, Zink, Protein, etc. Überall habe ich noch genug. Okay, Hypertrank auch. Okay. Gut, in diesem Falle... Genau. Halt, geh nicht ohne mich. Du willst doch in die Pokémon-Liga, stimmt's? Ach nee, deswegen bin ich auch hier. Mal sehen, wer von uns besser vorbereitet ist, kämpfen wir. Oh mein Gott, Leute. Also ich meine, gut, ich bin ziemlich weit über seinem Level jetzt mit Level 59, das weiß ich auch. Und er leadet mit Staraptor direkt, okay. Das stand ein bisschen anders auf Pokewiki, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber die Angriffsverminderung bringt dir natürlich gar nichts. Ich greife speziell an und ich weiß nicht. Es könnte gut sein, dass der Eisstrahl kein One-Hit wird. Aber selbst wenn nicht, dieses Staraptor kann mich eigentlich bei Full HP in keinem Fall One-Hitten. Das heißt, selbst wenn das kein One-Hit wird, so schlimm wird es nicht ins Gewicht fallen. Und der Frosttafel-Boost tut anscheinend sein Übriges. Ich glaube, ohne den hätte es nicht ganz gereicht. So, da kommt auch schon direkt besagtes Shelterra, das natürlich den Eisstrahl noch deutlich schlechter tanken wird. Und ich habe auch geguckt, es gibt eigentlich bei dem Levelunterschied kaum eine Möglichkeit, dass mich Shelterra outspeedet. Und gerade jetzt auch mit der Frosttafel, es tut mir wirklich leid, Adrian, aber... Ich glaube nicht. Es war... Wow. Der Crit hat gemaddert, Medusa. Der Crit hat sowas von gemaddert. So, jetzt kommt auch schon das Relaxo. Das hat übrigens Erdbeben. Das heißt, das könnte Medusa potenziell ziemlich wehtun. Aber dafür hat sie ja ihren treuen Partner Edgeworth an der Seite. Der sie da jetzt... Der ihr da jetzt ein bisschen helfen wird. Denn ich habe mal nachgeguckt. Relaxo sieht zwar eher physisch aus, es ist aber tatsächlich ein nahezu komplett speziell gebautes Pokémon, das defensiv tatsächlich gar nicht so viel hat. Und ich habe mal geguckt, die Drachenklaue ist zwar kein Two-Hit-KO, aber ein garantiertes Three-Hit-KO. Das heißt, wir werden hier auf jeden Fall eine ganze Menge Schaden verursachen und ich glaube, so viel Schaden wird Relaxo uns wiederum nicht verursachen können. Genau, hier. Der Body Slam, das wird wehtun wahrscheinlich, aber nicht so krass. Na. Außer man kriegt natürlich die Para. Dann ist das natürlich was anderes. Aber ganz ehrlich, ich versuch's einfach. Ist wirklich zwar ein bisschen tryhard, aber Edgeworth. Ja, ich wusste doch. Also Edgeworth enttäuscht mich nicht. Edgeworth enttäuscht mich nicht. Nicht mit diesem Namen. Der Name ist einfach zu cool, um mich zu enttäuschen. So, und weil Relaxo massig HP... Ja, never mind. Bojelin. Dafür hatte ich Medusa angedacht. Dafür war definitiv Medusa angedacht, ja. Denn Bojelin kann Medusa halt nichts tun. Das Effektivste, was das Bojelin gegen mich hat, das ist ein Knirscher und das wird bei dem Levelunterschied nicht so krass wehtun. Das heißt, ich habe auf jeden Fall eine Runde Zeit, um mit der Top-Genesung Edgeworth rein. Generell, Top-Genesungen werden in dieser Liga sehr, sehr wichtig werden. Da werde ich mich auf jeden Fall noch ein bisschen eindecken. Und wie viel Schaden macht der Knirscher? Wenn man den Verteidigungsdrop bekommt, natürlich recht guten. Natürlich. Aber gut, ich outspeede ihn. Ich habe den Gigasauger. Wird wahrscheinlich, ich rechne nicht mit einem One-Hit, bin ich ganz ehrlich. So gut ist der Spezialangriff von Dentoxa nicht. Aber ein ziemlich safer Two-Hit wird es auf jeden Fall. Da lag ich mit meiner Schätzung auch ganz richtig. Der Knirscher wird jetzt zwar wieder ein bisschen Schaden machen, das ist mir schon klar, aber bei weitem nicht genug. Und ich kann mit einem zweiten Gigasauger auch das Bojelin einfach eliminieren. So, der Kampf wirkt jetzt nicht gerade spannend, denn ich bin halt ziemlich overleveled, aber ich glaube, die Strategie wäre auch auf einem niedrigeren Level aufgegangen. Genau, jetzt kommt auch gleich das Galoppa. Also, dass Galoppa nichts gegen einen Tentoxa macht,
Es ist, glaube ich, jetzt keine neue Nachricht, zumal dass ich mit einem Init-Plus-Wesen einen Galopper auch jederzeit outspeeden kann. Denn was ich tatsächlich immer wieder vergesse, Tentoxa hat eine 100er Speedbase. Das ist tatsächlich ziemlich, ziemlich gut. Und ja, mit Init-Plus bist du dann mal eben bei 110. Das ist ganz stattlich. So, da kommt auch direkt das Scaraborn, sein letztes Mon. Tut aber nichts zur Sache, denn Edgeworth hat das Aeroass. Und das wird wahrscheinlich ein One-Hit sein. Also ich glaube nicht. Scaraborn hat, glaube ich, nur 70, 75 Defense Base. Ich habe zu diesem letzten Pokémon volles Vertrauen. Kein Grund zur Panik. Ja, ich habe zu Edgeworth auch sehr viel Vertrauen. Also nur mal so, Leute. Scaraborn ist defensiv nicht gerade gut aufgestellt. Ich habe hier ein Knackrack mit fast 200 Angriff. Auch durch das Angriffs-Plus-Wesen. Mit einem vierfach effektiven Aeroass. Ich sehe eigentlich keine Chance, dass er das irgendwie tanken kann. Bin ich mal ganz ehrlich. Also wenn er es überlebt, dann Props. Aber nee, das war mir klar, dass das nicht funktioniert. Okay. Gut. Damit haben wir unseren Rivalen geschlagen. Huh. Was ist da gerade passiert? Mein Team... mein Team hat wohl verloren. Warum? Ich bin für die Pokémon-Liga wohl noch nicht bereit. Sonst würde ich ja nicht gegen dich verlieren. Verflixt noch eins. Pass nur auf, das sage ich dir. Ich werde stärker und schlage mich bis zur Pokémon-Liga durch. Ich werde nämlich der Champ, der härteste Trainer schlechthin. Chitani, sieh zu, dass du ungeschlagen bleibst, bevor ich dich dann schlage. Okay. Damit haben wir das auf jeden Fall geschafft und das save ich mir auf jeden Fall mal schnell. Oh, so. Gutes Gefühl. Und dann werde ich mir auf jeden Fall, weil da habe ich definitiv noch nicht genug von, einen großen Vorrat an Top-Genesungen. Da beschleicht mich sonst eine Paranoia. Ich würde sagen 12, oder? Wir haben noch 5 Kämpfe vor uns. Dann können wir, dann können die 3 Highlight-Items, die wir benutzen, jeweils 3 Top-Genesungen sein. Das ist sehr gut. Okay. Hyperheiler haben wir auf jeden Fall noch genug. Ja, sonst brauchen wir eigentlich nichts. Mir ist übrigens aufgefallen, theoretisch könnte ich hier an der Pokémon-Liga noch ein Gebiets-Pokémon fangen. Aber ich glaube tatsächlich, ich kann gar nicht mehr, weil ich habe, glaube ich, alles aus dem Wasser, was ich aus dem Wasser bekommen kann. Und ich würde nochmal einen kurzen Blick auf die Folgenzeit werfen. Vielleicht habe ich doch nochmal ein bisschen Zeit, ein bisschen mit euch zu plaudern. Erst 14 Minuten und ich habe davor auch bestimmt nochmal 5 Minuten. Ja, da haben wir eigentlich noch alle Zeit der Welt, möchte ich sagen. Also gut, Leute, dann würde ich sagen, machen wir halt noch ein kleines bisschen Training on-screen, wenn es euch nicht allzu sehr stört. Ich habe halt wieder auch ein kleines bisschen was, worüber ich reden kann. Es ist in letzter Zeit wieder ein bisschen was passiert. Drum gibt es jetzt schon noch ein kleines bisschen was zum drüber reden. Genau, vor allen Dingen, bevor ich es vergesse, kann Baba Yaga auch erstmal den Donnerblitz bekommen. Wenn sie es schon lernen kann, ne? Das ist ein verdammt starker Move. Sie ist die Einzige aus dem Team, die es lernen kann. Und mein Team wird sich jetzt vor der Liga definitiv nicht mehr ändern. Das heißt, ich kann jetzt bei dem Team hier wirklich alle TMs einsetzen, die gehen. So, weg mit dem Ladestrahl. War zwar immer ganz schön, weil ich habe ziemlich oft die Boosts bekommen. Aber insbesondere gegen die Bodentop 4 bringt der überhaupt nichts. Gut, der Donnerblitz auch nicht, aber never mind. Was haben wir hier noch? Den Ruheort könnte ich jetzt auf jeden Fall mal benutzen, aber ich glaube, das kann niemand lernen, oder? Nee, gut, hätte mich jetzt auch gewundert. Den Ableithieb brauche ich nicht. Die Dunkelklaue bräuchte auf jeden Fall Neji. Auf jeden Fall. Die Prio würde ich ihm ja schon gerne lassen. Aber der Schwertanz kann auf jeden Fall weg. Den wird er jetzt nicht mehr brauchen. Die Dunkelklaue bringe ich ihm deswegen bei, weil Bella und Neji die Psychotop 4 übernehmen werden. Und da jedes einzelne Pokémon außer Bronzong in Lucians Team, also heißt der Top 4 Typ mit Psycho-Pokémon, der hat keine einzige Geistimmunität in seinem Team oder sowas. Außer Bronzong wird da jedes einzelne Pokémon sehr effektiv von Geistattacken getroffen. Und wenn ich euch jetzt so einen Namen sage wie Pantimos, Psyana, Simsala, dann fällt direkt eine Sache auf. Auf der physischen Seite tanken die so ziemlich, nix. Und genau das ist das, worauf ich eben baue. So, und hier in der Siegelstraße habe ich tatsächlich jetzt die letzten 3-4 Stunden trainiert. Also jetzt nicht unmittelbar vor der Aufnahme, aber es ist tatsächlich am selben Tag. Weil man kriegt tatsächlich, wenn man speedet, gar nicht mal so wenige Erfahrungspunkte.
in absehbarer Zeit. Aber überleg mal, wie viele Level ich trainieren musste. Und das war dann halt schon teilweise sehr, sehr ärgerlich, dass es so lange gedauert hat, weil es ist einfach so langweilig, Pokémon zu trainieren. Ah. Was heißt, kommt auf die Situation an. Es ist nicht langweilig, wenn eine Entwicklung ansteht oder sowas, aber wenn du einfach nur stupide auf irgendein Level hintrainierst und es sind auch noch so viele Level mit einem ganzen Team, Leute, das ist schrecklich. Ich hasse es abgrundtief. So, gegen Onix habe ich übrigens aber nicht gekämpft, weil die bringen halt einfach überhaupt keine EP. Sagte er und kämpfte vorher eine Minute mit einem Georock. Das, worauf man hier tatsächlich wirklich scharf ist, das sind die Rizeros. Oder Rihorn. Das ist auch noch okay. Ich glaube, die Rihorns sterben bei mir sogar mittlerweile in einem One-Hit vom Spukball. So, was ich aber eigentlich sagen wollte, jetzt, da ich euch meine kleinen Anekdoten hier vom Training erzählt habe, kann ich auch mal drauf kommen, was heute so passiert ist am 27. Januar. Vielleicht ist es dem einen oder anderen geläufig. Ich bin in der 11. Klasse. Das heißt, wir haben ein Semestersystem. Und heute ging mein erstes Semester zu Ende, habe mein Semesterzeugnis bekommen, habe einen Schnitt von 1,58. Also man kann sehr zufrieden damit sein, bin ich auch. War zwar eher so eine Art Einführungssemester, aber ändert ja nichts daran, dass die Note ganz gut ist, ne? Habe ich mich auf jeden Fall ziemlich gefreut. Ein sehr stabiler Notenschnitt. Ich bin einfach sehr glücklich, dass es so gut gelaufen ist. Und ich blicke jetzt eben voller Vorfreude auf eine Woche Ferien. Ich habe mich tatsächlich schon ziemlich groß ausgeplant. Ich will auf jeden Fall mal einen Tag bei Muffin pennen, weil das ist einfach witzig. Apropos Muffin, ne? Oh Gott, das habe ich ja noch gar nicht erzählt hier, ne? Sag ich gleich. Also, ich will auf jeden Fall einen Tag zu Muffin. Hab mich auch schon mit einem anderen Kumpel, übrigens, genau der Typ, von dem es dieses wunderschöne Curling-Video auf Twitter gibt, wo ich auch mit drin war. Genau mit dem wollte ich mich in den Ferien auf jeden Fall auch nochmal treffen. Vielleicht auch noch mit ein paar anderen Kumpels, das könnte auch ganz witzig werden. Natürlich, wenn ich schon Ferien habe, da darf natürlich Kiddo absolut nicht fehlen. Und Leute, ich schicke Gebete an alle höheren Mächte, dass mir doch ein Stream vergönnt sein wird. Tatsächlich geht es mir selbst jetzt nicht so gut auf den Hals. Ich werde auch nur diesen einen Part hier aufnehmen. Danach mache ich Ende auf jeden Fall und werde mich den restlichen Tag massivst bei meinem Hals einschleimen durch etwaige Thermoskannen voller Tee. Das wird auf jeden Fall jetzt mein restlicher Tag sein. Aber wirklich, Leute, ich freue mich ziemlich auf die Ferien. Vielleicht ist ja sogar mehr als ein Stream drin. Das würde mich auf jeden Fall riesig freuen, weil ich vermisse das wirklich riesig. Ich hab ja auch schon gesagt, in einem Kommentar, den ich gestern, also für mich gestern, nicht für euch gestern, unter einem Video von Adrian gepostet habe, eigentlich, wenn es nach mir ginge, es ist halt gefühlt bei mir einfach im Let's Play in die Luft ein bisschen raus. Ich merke es halt selber, wenn ich das mal mit Videos von früher vergleiche, dann merkt man mir einfach viel mehr Enthusiasmus an. Es kommt mir halt mittlerweile eher so vor, als mache ich es, weil ich mich irgendwie dazu verpflichtet fühle, als weil ich es wirklich möchte. Könnte natürlich sein, dass es mit anderen Projekten ein bisschen anders wäre, aber ich habe auf jeden Fall jetzt für mich den Beschluss gefasst, ich will auf jeden Fall jetzt andere Sachen ausprobieren. Ich wollte das schon oft machen. Ich stand mir immer wieder da ein bisschen selbst im Weg. Aber ich habe halt einfach erkannt, so komisch das klingt, es ging pro Woche. Ich meine, Leute, ich habe über 100 Spielstunden in dieser Wedlock. Davon sind vielleicht 30 bis 40 tatsächliche Aufnahmen. Dann wisst ihr ungefähr, dass mehr als das Doppelte der tatsächlichen Aufnahmezeit hier tatsächlich nur auf Training entfallen ist. Und wenn man diesen Fakt im Kopf hat, dann weiß man auch tatsächlich, dass ich einfach deutlich mehr Zeit haben werde, sobald dieses Projekt hier vorbei ist. Das klingt jetzt ziemlich hart, aber ich habe dann einfach deutlich mehr Zeit. Und ich habe mir halt gedacht, ich habe mich gestern wirklich hingesetzt, habe mir eine Liste gemacht mit Dingen, die ich eigentlich einfach mal ausprobieren möchte. Da werde ich aber wahrscheinlich einen zweiten Kanal aufmachen, weil das hier soll wirklich ein Gameplay-Kanal werden. Gameplay-Kanal sein. Er soll es nicht werden. Er ist es ja schon. Demzufolge, ich habe das zumindest geplant. Ob es wirklich passiert, das lasse ich offen. Ich weiß nicht, wie sich die ganze Sache entwickelt, aber ich bin tatsächlich jetzt eigentlich motivierter denn je, das Ganze tatsächlich mal umzusetzen, weil ich will einfach mal ein bisschen aus diesem ständigen Let's Player-Zyklus ausbrechen. Und keine Sorge jetzt, für die Leute, die sich jetzt vor einer finsteren Zukunft ohne Dauerlock-Challenge fürchten, keine Sorge, also ganz ehrlich,
so ein Move, dass ich jetzt im Prinzip sage, nur weil ich mich selber nicht mehr wohl in meiner Rolle fühle, lasse ich jetzt ein Projekt von mir und einem Partner komplett abschmieren. Leute, so eine Nummer würde ich niemals abziehen. Das heißt mit anderen Worten, egal was passiert, die Tao-Lok wird weiterlaufen. Die läuft weiter. Keine Sorge. Und auch deine Socking und dieses Projekt hier werden auf jeden Fall zu Ende gebracht, bevor ich irgendwas anderes mache. Wahrscheinlich fange ich schon vorab ein bisschen an zu produzieren, aber wirklich hochgeladen, wirklich aktiv gemacht, auch wirklich einen Kanal erstellt, das wird wahrscheinlich wirklich erst, wenn die beiden Projekte zu Ende sind, weil ich bin es euch irgendwo auch echt einfach schuldig, diese Projekte zu Ende zu bringen. Insbesondere dieses hier, das ja jetzt wirklich, ich glaube, das ist der Part 93, wenn mich nicht alles täuscht. Also es hat, ja, man kann sagen, es hat seine Zeit gedauert, dieses Projekt. Und, ja, es werden auf jeden Fall noch 5 Parts kommen. Einer für jedes Top 4 Mitglied. Und danach eben noch, ein bis zwei Special Parts. Ich fände es einfach ganz reizend, die 100 voll zu machen. Ja, ich möchte unbedingt die 100 voll machen. Ja, und was wollte ich noch so erwähnen? Ferien habe ich gesagt. Semesterzeugnis habe ich gesagt. Genau, worauf ich noch zu sprechen kommen wollte, Leute. Genau. Ich war ja von Montag bis Mittwoch bei einem wunderschönen Exklusivpraktikum. Da wurde ich gemeinsam mit Muffin in ein Hotel gleich bei uns in der Nachbarstadt einquartiert. Und da haben wir es uns mehr oder weniger auf Kosten des Betriebes ein paar Tage lang richtig gut gehen lassen. Waren noch ein paar andere Schüler aus anderen Schulen da. Wir haben uns auf jeden Fall auch richtig super verstanden. Also es war eine richtig geile Stimmung, Leute. Also mal ohne Scheiß. Wenn ihr ein 30 Euro argentinisches Rindersteak mit Kräuterbutter perfekt medium gebraten für 30 Euro bekommt und ihr keinen Scheiß Cent dafür zahlen müsst. Und dann könnt ihr im Anschluss einfach nochmal eine kleine Zeit lang in der Sauna chillen. Alter, Leute, was ist das für ein Leben, ne? Was ist das für ein Leben? Dann auch noch die ganze Zeit bowlen, ins Kino gehen. Zwischendrin waren wir halt auch mal ein bisschen im Betrieb. Ich weiß nicht, ob euch die BASF was sagt. Da waren wir beim Exklusivpraktikum. Wir waren tatsächlich ungefähr jeweils die Hälfte unserer Tage in der BASF zugegen und haben uns da den Betrieb angeguckt. War auch wirklich mega interessant. Also wir haben da wirklich ziemlich detaillierte Einblicke in den Betrieb bekommen. Es war sehr, sehr interessant. Und nebenher hatten wir eben echt coole Leute kennengelernt, hatten echt mega gechillte Tage. Und es sind so viele geile Insider entstanden. Also wir sind doch ziemlich überzeugt, dass gerade mit ein paar Leuten aus Dresden, mit denen haben wir uns richtig gut verstanden, haben wir eigentlich auch vor, uns irgendwann mal in den Ferien, also nicht in diesen Ferien, irgendwann mal in irgendwelchen Ferien zu treffen. Es war wirklich eine saugeile Erfahrung, Leute. Da sind dann halt so eine schönen Sätze entstanden, wie meine Stimme ist wie siedender Honig. Muffin 2017. Das war aber eigentlich, streng genommen war das erst am Tag danach, aber wir waren da eben gerade auf dem Weg, unser Projekt da irgendwo zu präsentieren und ja, bliblablub. Ihr wisst ja, wie es ist. Ich finde übrigens die Animation von Dunkelklau hat so ein bisschen was von einer gewissen Beschwörung namens Haures. Also wer diese Beschwörung kennt, dem sage ich, dass er ein sehr, sehr gutes Spiel gespielt hat. Ein sehr, sehr gutes Spiel und ein Glück, dass das nicht funktioniert, weil ich ein höheres Level bin. Edge. Übrigens gab es, glaube ich, auch noch eine Sache, die ich erzählen wollte, die ich aber spontan vergessen habe. Lol. Genau. Also für die Leute, die wirklich so weit geschaut haben und nicht einfach abgeschaltet haben, das sind so treue Abonnenten, denen kann ich ja jetzt mal eine Sache sagen, aber bitte, bitte schreibt es nicht in die Kommentare. Bitte nicht. Ich möchte wirklich, dass das jetzt eine exklusive Information für euch ist, die wirklich jedes Video bis zum Schluss schauen. Und zwar habe ich vor ein paar Tagen tatsächlich, und ich habe mich so gefreut, Mann. Ja, an meiner Stimme könnt ihr es hören. 50 Abonnenten, jawohl, ich habe es nach fast 2 Jahren endlich mal so weit gebracht. Alter, wie lange habe ich darauf gewartet? Es ist so geil, dieses Gefühl, wenn ihr dann zum ersten Mal diese 50 auf dem Zähler da stehen habt und ihr denkt euch nur so, yes, Mann. Oh, also auf jeden Fall, Leute, mein Special ist auf jeden Fall schon geplant, wird aufgenommen. Im schlimmsten Falle könnte ich es sogar mit meinem 2-Jahres-Special, was ja auch in absehbarer Zeit erscheinen wird, zusammenlegen. Ist auf jeden Fall eine Überlegung meinerseits, aber mal schauen, wie es kommt.
Ich werde euch auf, es wird auf jeden Fall ein Special geben. Und wahrscheinlich werde ich dann auch nochmal ein bisschen genauer auf die YouTube-Thematik, die ich ja hier jetzt schon ein bisschen angeschnitten habe, eingehen. Und... Ach, was gibt's denn noch so? Es gibt viele schöne Sachen zu erzählen, wenn ich mich so in meinem Zimmer umschaue. Ja. Zum Beispiel, dass Erik bald Geburtstag hat. Was ich auch ziemlich cool finde. Weil es wird eine lustige Feier. Auf jeden Fall. Und, ah, warte, doch. Eine Sache muss ich euch noch erzählen, bevor ich auf die Proben... Oh, na gut, das passt schon. Fallen ja 3-4 Minuten am Anfang weg. So, eine kleine Geschichte erzähle ich euch noch, Leute. Das war wirklich eine der absurdesten Situationen, die ich in letzter Zeit erlebt habe. Und zwar hatte ich ja auch schon gestern ein bisschen Hals, habe ich ja heute immer noch. Und da meinte mein Vater eben so, yo, willst du deinem Hals mal was richtig Gutes tun? Dann probier das hier mal. Stellt mir so ein Schnapsglas dahin, ich denke mir, okay, ja, kann man ja mal machen. Hilft ja bestimmt so, wenn du was im Hals hast, desinfiziert ja ein bisschen, ne? Dann trinke ich das. Und es hat so scheiße gebrannt. Ich stand da irgendwie so bestimmt ein paar Sekunden keuchend über dem Waschbecken, weil die Scheiße einfach so gebrannt hat. Mein Vater steht einfach daneben, lacht mich aus und dann so im Nachhinein, ja, so ein 50%iger Ingwer-Schnaps, ja, kann man mal machen. Weißt du, wenn du mit so einem normalen Kräuterschnaps rechnest und dann kriegst du einfach so einen Ingwer-Fusel, Alter. Das hat richtig wehgetan. Das hat richtig wehgetan, Leute. Hoffen wir mal, dass uns die Top 4 nicht so sehr wehtun werden. Strategien etc. kommt erst im nächsten Part. Bis dahin werden Bella und Neji noch auf ihr Level gebracht werden. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn wir uns Herbaro, der Käfer Top 4, stellen werden. Ich hoffe erstmal, dass ihr Spaß mit dem Part hattet, dass euch auch das Off-Topic-Gelaber nicht zu sehr gelangweilt hat. Denn Off-Topic wird die nächsten Parts definitiv nichts mehr drin sein. Da wird alle Zeit für Kämpfe draufgehen. Also, in diesem Sinne hoffe ich, dass ihr Spaß hattet. Und dass ihr mit genauso viel Spannung wie ich auf die nächsten Parts blickt. In diesem Sinne, bis dahin. Ciao, Leute.